Wenn Landwirt Arne Sierk zum Löffel greift, dann geht es um seine Leidenschaft. Eis aus der eigenen Milch, heute Schokolade, Spearmint, Minze. Die Milch, die produzieren wir hier natürlich auf dem Betrieb selber, also unsere eigenen Kühe, die jetzt im Sommer natürlich auch auf der Weide laufen. Spearmint haben wir im Garten oder irgendwo auf dem Hof auf Kübeln verteilt. Und die Schokolade, die bekommen wir als großen Block. Wir schmelzen sie uns ein, sodass wir dann so die tolle, dünne Struktur bekommen, um nachher im Schokominzeis so richtig tolle kleine Schokostückchen bekommen. Jeden Tag werden hier 200 Liter Eis produziert. Montag bis Sonntag. Nichts für Langschläfer, denn spätestens um 5 Uhr morgens geht's am Eispasteur und der Eismaschine zur Sache. Dank Organisationstalent Petra ist die Produktion eng getaktet. Bei manchen Sorten kommt es auf ein paar Sekunden an. Ohne Timer zu festes Eis. Das ist für jedes Eis, für jede Eissorte genau ausgerichtet. Ein Erdbeereis zum Beispiel braucht 3 Minuten 45. Na, und so unterscheidet sich das immer ein kleines bisschen. Cremiges Eis mit wenigen hochwertigen Zutaten aus der eigenen Milch. Das war die Idee von Gunda Sierk 2011. 10 Jahre später ist nicht nur ihre Milch beliebt bei Alt und Jung, sondern auch das Eis, ob daheim oder in noblen Hotels. Wir haben uns halt für natürlich hergestelltes Eis einfach entschieden. Das war für uns ein Herzenswunsch, dass wir keine Fertigprodukte da irgendwie mit reinnehmen, sondern ich stehe für das Eis, mein Name steht da, ich will wissen, was drin ist und ich muss dafür die Verantwortung übernehmen. Wenn man die ersten Grundrezepte erstmal hat und erstmal weiß, wie die Physik in Eis funktioniert, dann macht es nachher auch wirklich Spaß, neue Dinge auszuprobieren und dann wird man mutiger. 58 Sorten gibt es insgesamt. Viele werden im Hofladen angeboten. Von Honig-Anis über Mohn-Marzipan, Minze-Schokolade ist alles dabei. Selbst sonderbar klingende Sorten wie Pumpernickel- oder Sellerie-Eis werden produziert, gewünscht von der gehobenen Gastronomie. Ganz toll ist unser Butterstreusel-Eis. Meine Mutter kocht die besten Butterstreusel oder backt die besten Butterstreusel der Welt. Und das veredeln wir bei uns natürlich auch mit unserer Sahne, mit unserer Butter und unserer Vollmilch in einem Eis zusammen. Dank des Erlöses aus dem Eis geht es auf dem Hof auch vielen Tieren gut, die es anderswo wohl gar nicht mehr gäbe. Männliche Kälbchen werden zum Beispiel nicht weggegeben, sondern leben ein Leben auf der Weide. Das, was wir hier an Wertschöpfung erzielen, fließt fast nur in die Tierhaltung und die Bodenbewirtschaftung, weil wir als Landwirte auch einfach gemerkt haben, wir müssen was verändern, das Klima ändert sich, der Landbau wird sich verändern müssen, weil der, glauben wir, mit den Gegebenheiten nicht mehr klarkommen und die Tiere müssen halt dementsprechend angepasst werden. Der Erfolg begann mit dem Eis. Eis aus der eigenen Milch, nachhaltig produziert und so cremig, dass es nicht nur Hündin Lotta den ein oder anderen heißen Sommertag versüßen dürfte.